Okay. Ich habe mir jetzt etwas zum Naschen besorgt. Eine Wärmflasche, damit es kalt ist. Ja, ups. Für einen Moment habe ich vergessen, warum es im Dorf heute. Ah, ich bin verschlagen. Okay. Nichts zu machen. Ups. Meine Finger machen, was sie wollen. Ich kann mich immer nie erinnern, welchen Laden ich wann benutze. Okay. Also, ich weiß nicht, wie viel Pfeffel 1 Sachen ich bereits gekauft habe. Oh, cool. Okay. Sehen, ob ich andere grüne Sachen finden kann. Und schon? Mal ein paar andere Stiefel. Bunter Helm. Ah, ich hab noch eine Hose, okay. Den kaufe ich mir gleich. Ich noch eine Sache kaufen. Okay. Was ist das denn hier? Ich glaube. Es ist schon sehr spät. Jo. Ich gehe schlafen. Und tschüss. Was war das jetzt? Eine Stunde Schlaf? Upsi. Ah, schon wieder wehgedrückt. ja. Schneid. Ich hab's gestern ja schon gewusst, aber. Meh. Jetzt muss ich mal warten, bis ich die ganze Kleidung fertig eingekauft habe, um zu sehen, ob heute etwas das passiert. Na, ja, schon am Anfang eines neuen Monats zu sein, weil ich am Tal auf meinem Konto bin. Also Taschen. Oder Bezahlung. Wo er bezahlt. Einen Scheck. Das heißt, ich kann heute mal den Computer angucken. Um zu sehen, was der Schönes für mich hat. Gäste voller Blumen, Ende deine Strahlen für den Schlüssel. Deine Strahlen, ha. Okay, also eine Straße voller Blumen. Ich weiß nicht, wo das sein kann. Muss ich mich mal umsehen. Okay, Kriegsschaden, okay. Das wäre interessant, mal zu wissen, was hier passiert ist. Glockenturm. Das ist ein Zwischengebäude, das. Okay, also Ruinen. Würde ich mir denken, dass sie fotografieren.
Okay, der Januar, okay, also jetzt ist Januar. Okay, mit seinem berühmten Geländerritt für Profis. Profis war Stufe 3, glaube ich. Wir werden mal sehen, ob wir es bis dahin zur Stufe 3 schaffen, wenn ich jetzt wie viel Gelände mache. Okay. Des Monats. Das ist Ende des Monats, die wir haben beim Anfängerturnier erneut. Also. Also ist das einfach ein ganzes Anfängerturnier am Beginn? Kann sein. Also ein komplettes Turnier am Anfang für Anfänger. Und ich weiß gar nicht, ob ich es sich rentiert bei einem Profi-Niveau mitzumachen, weil fürs Gelände glaube ich nämlich nicht, weil die Nebenaufgabe habe ich schon. Habe ich noch nicht. Das heißt, das würde gar nichts ausmachen. Ja. Wenn ich noch nicht Amateur bin. Ich werde aber trotzdem Sprengprüfung für Profis, das können die jetzt auch machen. Müssen wir einfach mal sagen. Wie geht es denn meinen Ponys? Okay, dann kümmere ich mich heute um das Fohlen. Dieses braune Stück Stroh, damit habe ich immer recht viel Probleme, das zu kriegen. Ich nehme immer irgendwie den ganzen Weißen mit und dann erst am Ende kriege ich endlich das Braune. So. Ich kann irgendwie nichts tun. Dann putzen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das Feld von dem Fohlen nicht komplett sauber gemacht. Ist aber eigentlich auch egal. Es müsste nur etwas sauberer sein, als es vorher war. Das reicht auch schon. Ist nur schwer, vor allem bei den Fohlen immer allen Staub zu kriegen, weil es so viele Ecken und Kanten sind, die man das erste Mal kriegt. Und bei jeder Ecke ist halt etwas Staub drauf, oder da kommt diese Staubanimation, die man nicht durchgegangen ist. Vor allem am Gesicht beim Pferd ist es so. Aber beim Fohlen ist halt oft auf dem ganzen Körper so. Weil, das einfach kleiner ist. Ist egal, wie viel ich putze, da wird immer irgendwo wieder eine Ecke auftauchen, wo ich noch nicht geputzt habe. Vor allem am Schweifen an der Mähne. Aber naja, beim Fohlen dauert es hier nicht ganz so. Außerdem kriege ich ja keine Punkte dafür wie beim Kämpfen. War es wirklich das ganze Pferd sauber zu machen? Hier ist es nicht ganz so wichtig. Einen letzten Kreis drehen. Mhm.
Ja. Okay. Dann werde ich das nächste Mal mit dem Quirfeldeintraining oder Geländetraining von meinem Pferd anfangen. Oh, ich habe dich nicht gefüttert. Oh, Mist, okay. Ich füttere meinen Fohlen und dann fange ich mit dem Geländetraining an. Bis zum nächsten Mal.